Wunderschönen guten Morgen. Es ist wirklich ein schöner Morgen. Noch etwas neblig, relativ warm wieder, 12 Grad. Windstill. Die Angler sind unterwegs auf den See oder an den See. Wunderbar. Tolles Wochenende, muss ich sagen. Das Wetter heute legt ja nur zum Radfahren ein, was ich natürlich auch machen werde. Heute geht es auf 80 Kilometer Richtung Oranienburg. Ja, vorbei wieder einen tollen See. Bestimmt anderen tollen Highlights auch noch. Ach, es kommt wieder so viel. Ich will hier auch gar nicht so viel reden. Ich will eigentlich nur noch starten. Es ist 8 Uhr Winterzeit. Ja, ich habe echt sehr gut geschlafen gestern. Ich glaube, 21 Uhr Sommerzeit habe ich nicht erlebt. Und heute Morgen um 6 Uhr Winterzeit bin ich erst wieder aufgewacht. Durchgehend. Also ich habe sehr, sehr gut geschlafen. Das Hotel war richtig in Ordnung. Also für das Geld, was ich bezahlt habe. Ich habe 76 Euro bezahlt. Es ist hier oben an der Ecke, mit nicht weit vom See. Also schönes Zimmer, war alles super. Also alles in Ordnung. Ich bin voll wieder in Saft sozusagen. Ja, gestern Abend habe ich es natürlich gemerkt, dass Saisonende ist. Und das werde ich heute bestimmt auch noch merken. Es geht jetzt los. Ja, der nächste Ort. Ja, ist eigentlich, ja, Joachimsthal ist, glaube ich, das nächste. Da kommt noch vor ein großer See. Ja, also das ist das nächste größere Highlight. Also ich fahre hier erstmal raus und dann geht's auf in diesen schönen Tag. Es soll heute richtig toll werden. 20 Grad Sonnenschein, das soll sich alles auflösen. Ich hoffe es. Ist Oktober nicht immer alles so sicher. Aber allein diese Stimmung hier ist schon klasse. Naja, auf geht's zum Saisonabschluss 2022 Richtung Oranienburg. Die ersten 10 Kilometer habe ich hinter mir. Oh, erstmal nur im Nebel und es ging bergauf durch Buchenwald. Und auf einmal fährt man weiter runter und es ist nebelfrei, vielleicht noch ein bisschen diesig. Ich bin hier in so einem kleinen, schönen Nest hier, so ein kleines Örtchen. Sehr schön. Ja, wunderbar. Ja, Biosphärenreservat. Schorfheide, Korsin. Sieht echt toll aus, gerade jetzt, wo es so bunt ist. Also richtig klasse. Sehr hügelig hier, das war es gestern nicht so. Hier ist es irgendwie, ja, kleinere Hügel. Ja, hier ist so ein verlandeter See, das ist alles klasse. Ja, wo jetzt was sehen kann, das ist auch top. Ja, man hört schon ein bisschen die Autobahn, die werde ich gleich unterqueren oder überqueren. Ja, und dann komme ich auch zum großen See, zum nächsten See bei Johannisthal. Ne, Joachimsthal heißt das, ja. Und ja, es ist einfach klasse. Nur noch ein bisschen diesig, es ist warm, die Jacke. Habe ich echt schnell wieder rausgekriegt. Echt Wahnsinn. Ja, ein blauer Himmel ist zu sehen. Aber die Sonne ist noch nicht so hoch. Die schafft das noch nicht so über die Wälder hier. Aber die kommt bestimmt. Also kalt ist es auf jeden Fall nicht. Also wunderbar. Naja, weiter geht's zum nächsten Highlight. Ich schätze mal den See, der jetzt bald kommt.
Wow, das sieht ja klasse aus. Der Grimnitzer See in seiner vollen Pracht. Nicht im Nebel. Die Sonne kommt hier raus. Oh, das dampft da schon richtig. Und hier kann man es sehen. Echt klasse. Ja, die Sonne ist so warm. Jetzt gerade mal eine Minute oder so raus. Alter, ich glaube, da kann man bestimmt gleich auf kurz switchen. Auf jeden Fall. Das war gleich sofort warm. Und das sieht ja so aus. Oh, einfach klasse. Dass es jetzt auch erstmal sonnig bleibt, hoffe ich ja. Das ist echt klasse hier. Wow, sieht das toll aus alles. Ja, die goldenen Farben kommen jetzt richtig zur Geltung. Habe ich gestern leider etwas vermisst. Schade, dass die Sonne da nicht raus. Aber heute ist der Tag überhaupt, so wie es aussieht, richtig klasse. Ganz da hinten ist die Ortschaft Joachimsthal. Da komme ich auch gleich hin. Bestimmt kommt man nochmal ans Wasser. Hier ist ja alles im Moment unter Naturschutz, die Kante hier. Aber Wahnsinn. Tolles Ding. Ah, wow, toller Abschluss, muss ich sagen. Mit diesem Wetter richtig schöner Saisonabschluss. Das kann man wohl sagen. Ja, ich freue mich jetzt auf die weitere Tour. Auf jeden Fall. Es sind noch 65 Kilometer insgesamt. Wunderbar. Also richtig klasse. Naja, schaue ich mal, wie es jetzt weitergeht. Und nicht weit entfernt ist jetzt das absolute Highlight, glaube ich. Ich glaube, das kennt auch jeder Berliner hier, den Werbelinsee. Wow, bei dem Wetter echt top. Ich muss sagen, so kalt ist das Wasser gar nicht. Ja, ich stehe gerade drin. Es geht. Also, es geht auf jeden Fall. Muss ich echt sagen. Natürlich, bei dem Wetter, das ist absolutes Sommerfeeling. Man kann hier auch schön um die Ecke gucken. Da hinten sind die Ferienhäuser, schätze ich mal. Oh, ist ein ziemlich langer See. Richtig klasse. Also, wow, das gefällt. An dem werde ich jetzt erstmal auf der Nordseite entlang fahren, bis ich ans Ende komme. Und dann geht's weiter. Liebe Walde, irgendwie sowas kommt dann auch danach. Aber ich genieße erstmal die Tour hier entlang. Vielleicht auch eine Badepause, wer weiß. Also so kalt ist es echt nicht. Vielleicht wäre das was. Naja, okay. Denn bis gleich. Bis zum nächsten Highlight, schätze ich.
Ist das nicht klasse hier? Also ich muss sagen, wow, ich bin begeistert, auch der Radweg. Gerade eben auch durch diesen tollen bunten Wald. Grandios, das ist das absolute Highlight jetzt auf meiner Tour. Ich glaube, besser wird es auch jetzt nicht mehr. Viele große Seen kommen ja auch gar nicht mehr. Ja, aber das war echt wow. Ich muss sagen, ich glaube, wenn ich in Berlin wohnen würde, würde ich hier bestimmt einmal im Jahr immer mit dem Rad hinfahren, rumfahren. Wow, ganz toll, ganz klares Wasser. Ja, ich glaube, das zieht so viele Leute an. Im Sommer ist hier viel los. Ja, im Moment ist gerade ein bisschen ruhig. Das macht echt Spaß und das bei diesen Temperaturen. Ja, das Wasser ist kühl, aber baden geht. Habe ich ausprobiert. Ja, aber jetzt ist erstmal Schluss. Jetzt fahre ich über Land wieder durch Wald. Liebenwalde ist das nächste. Da komme ich auch noch am Oder-Havel-Kanal entlang und dem werde ich dann auch bis Oranienburg dann folgen. Aber Liebenwalde ist das nächste Highlight. Ja, aber das wird das nie alles so toppen wie das hier. Das war wahnsinnig. Echt war Sommerfeeling pur, wenn das Wasser nicht so kalt gewesen wäre. Aber wow. Also das hat sich gelohnt, diese Reise hierher zu machen. Also das ist richtig klasse. Ja, also geht jetzt weiter Richtung Liebenwalde. Ich weiß gar nicht, 20 Kilometer sind es von hier. Werde ich sehen. Aber ich werde auch weiterhin alles genießen, was noch kommt. Ach, das macht gerade so viel Spaß, hier Rad zu fahren. So ein warmes Wetter. Die 20-Grad-Marke ist erreicht am 30. Oktober. Wow. Totales Sommerfeeling. Wenn nicht so viele Blätter runterkommen würde, dass es so bunt wäre. Man könnte echt meinen, es ist echt Sommer. Aber auch hier der Weg, der ist richtig toll. Das ist hier der Fino-Kanal. Oder Havel-Kanal, bin ich schon drüber weg. Einfach nur klasse Radwege. Alles bis jetzt asphaltiert. Ab und zu mal ein paar Wurzelschäden. Aber da sehe ich im Moment drüber weg. Ist einfach zu toll. Einfach nur Wahnsinn. Man kommt schon richtig ins Schwitzen fast. So warm. Unglaublich. Ja. Bald 1. November. Ja, und dann soll es aber auch nächste Woche kühler werden, auf jeden Fall. So ein Wetter bleibt es nicht. Aber egal, ich genieße es hier weiterhin. Einfach nur grandios, wunderherrlich. Wow.
So, Bad Liebenwalde ist erreicht. Ich sitze hier gerade am Hafen. Hab mir was Leckeres jetzt besorgt. Ja, kleine Zwischenmahlzeit, wunderbar. Ja, es ist so warm. 21 Grad sind es jetzt hier. Zwischenmahlzeit. Backfischbrötchen hier am Bistro am Hafen. Kann ich nur empfehlen. Ich habe schon mal abgebissen. Sehr lecker. Ja, wunderbar. Es ist unglaublich. Auch dieser Finno-Kanal. Ist man vier entlang gefahren gerade eben. Ja, die Eisdielen waren überbevölkert, da ging nichts. Hier ist auch eigentlich recht viel los, aber ich habe die Chance genutzt. Da war gerade nur drei vor mir schnell ran. Und dann habe ich mir schnell ein Brötchen gegönnt. Oder gönne ich mir jetzt noch. Ja, jetzt geht es ja noch zum Oder-Havel-Kanal. Viel entlang an. Und dann geht es nach Oranienburg rein. Das sind nur noch 20 Kilometer. Man kann es gar nicht glauben. Ja, heute ist ja Winterzeit. In knapp 3 Stunden geht die Sonne schon unter. Kann man gar nicht glauben, weil die eigentlich brennt die total im Gesicht. Einfach nur Wahnsinn. Das ist ja eigentlich genau dieselbe Sonne ungefähr vom Höchststand wie im Februar. Also unglaublich. Aber ich kann mich nur wiederholen. Es ist einfach nur herrlich. Heute mit dem Rad unterwegs zu sein, aber man sieht es fast alle. Hier die ganzen Wege sind, Radwege sind echt jetzt voll. Es ist Nachmittag bei den Temperaturen. Wer da zu Hause bleibt, halt selbst schuld. Ne? Wahnsinn. Unglaublich. Naja, weiter geht's. Ich werde mir das jetzt mal zu Gemüte führen. Und dann geht's weiter. Einfach nur super. Jetzt bin ich hier an diesem Treidelweg. Oh Gott, hier ging es geradeaus immer durch den Wald. Wunderbar asphaltiert. Super, keine Wurzelschäden. Und jetzt stehe ich wieder hier. Ja, oder Havelkanal. Oder eher auch die Havel ist das jetzt auch. Man sieht, es fließt. Wunderbar, einfach nur klasse. Einfach grandios. Aber ich wiederhole mich, glaube ich. Ich bin so froh, nochmal losgekommen zu sein. Dieses Jahr echt, ist unglaublich. Überall sind die Leute jetzt unterwegs, die Cafés sind voll. Ja, aber knappe 1,5 Stunden geht hier schon die Sonne unter. Und deswegen mache ich die Winterzeit eigentlich nicht so gerne. Ich bin mehr auf Sommerzeit, abends länger hell. Da unternimmt man doch mehr als morgens ganz früh. Da schlafen doch die meisten. Oder? Ich weiß es nicht. Es soll ja die Normalzeit sein, aber diese Diskussion will ich ja nun gar nicht lostreten. Geht es. Jeder meint das ja anders oder hat das auch anders. Also da muss man sehen. Also ich bin zufrieden, solange es die Sommerzeit noch gibt. Ja, und wenn es nicht mehr ist, dann ist es halt so. Aber es ist einfach genauso hier. Dieses Wetter konnte ich mir vorher auch nicht aussuchen. Finde ich klasse natürlich, dass es so warm ist. Aber man kann ja auch sagen, ja, Klimakatastrophe. Ah, ist das jetzt gut oder schlecht? Ja, Rekord Oktober, Topwerte. Also so warm, unglaublich. Aber man kann es besser nutzen, wenn es so schön warm ist. Aber naja, jetzt geht es noch 6 Kilometer bis nach Oranienburg und dann bin ich schon da. So, aber ich werde hier noch ein bisschen sitzen und das hier genießen. Einfach klasse. Ach ja, ich habe hier noch die letzten schwedischen Kekse. Die letzte Packung, die werde ich hier jetzt auf dieser Reise aufessen. Ich glaube, es ist es würdig.
Das ist auch mal wieder ein Grund, nach Schweden zu fahren, um die Hose zu holen, denn die gibt es hier nicht. Ja, Mahlzeit. Bin ich Höhe Oranienburg hier in der Badestelle. Oh, Linnetsee, glaube ich, ist das. Irgendwie so heißt der See. Wunderbar. Hier oben ist es warm. Gerade im Schatten war es irgendwie sehr, sehr kalt. Also ich muss auf einmal die Jacke anziehen. Ja, aber hier oben scheint die Sonne wieder ein bisschen. Da ist es wieder super warm. Also einfach nur klasse. Es war ein klasse Tag heute. Jetzt habe ich nur noch ein paar Meter zum Hotel. Ist ja nicht mehr weit. Es ist 16 Uhr, aber die Sonne geht in 40, 36 Minuten unter. Das ist ja echt nicht viel. Die Tage sind ja leider sehr kurz jetzt. Ja, was soll ich sagen über diesen Tag? Ihr habt es gesehen, wunderbar, besser geht's nicht. Für den 30. Oktober einfach nur wow, wow, wow. Ja, Fazit kann man ziehen, aber was soll man ein Fazit ziehen? Es war alles toll. Die Strecke, das Wetter, das bisschen Nebel heute Morgen war auch irgendwie mystisch und toll. Gut geschlafen davor. Jetzt hoffentlich war auch wieder ein tolles Hotel. Ich werde vielleicht noch mal wieder rausgehen, irgendwo was essen. Aber da mache ich jetzt nicht mehr weiter. Das kennt ihr vielleicht, das ist auch das Hotelzimmer. Muss man nicht immer zeigen. Vielleicht mache ich ein paar Bilder davon. Aber, oder ob ich noch mal in die Stadt gehe. Nur noch ein paar Bilder, die zeige ich vielleicht erst morgen früh. Aber egal. Also es war wunderbar, richtig herrlich. Ich kann diese Wege hier echt gut empfehlen, waren gut zu fahren. Sehr gut ausgebaut, gut ausgeschildert alles, egal wie man... Oh, halt! Da hat er ein bisschen die Halterung vom Selfie-Stick nicht gehalten. Ist runtergerutscht, ja. Aber ich kann sagen, die Wege sind toll, gut ausgeschildert. Wie man will, hier ist ja auch dieses System mit den Knotenpunkten. Das kann man gut sehen. Also richtig gut. Eine ganz tolle Gegend zum Radfahren. Ja, ich hoffe, dann hat es gefallen. Ja, morgen ist der allerletzte Tag dieser Saison. Ja, so ganz so warm wird es morgen nicht mehr. So toll wie heute. Heute war der grandioseste Tag überhaupt. Morgen ist 31. Oktober, unglaublich Halloween. Ja, oder Reformationstag, wie es so ist, ist ja der Feiertag. Ja, und dann geht es zu Ende mit dieser Saison 2022. Ja, aber Fazit brauche ich dafür noch nicht ziehen. Es ist ja noch ein Tag. Es wird bestimmt ein schöner Tag. Egal wie das Wetter morgen ist, es ist einfach nur wow. Ja, also ich sag dann, ich hoffe, es hat euch dann gefallen. Denn bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin moin. Oder wie man hier sagt, ich habe hier viel Berlinerisch schon gehört. Ein toller Akzent, hört sich immer super an. Oder ich würde mal einen Berliner jetzt mal zitieren. Bleibt geschmeidig. Grüße gehen raus. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.